1200 Kilometer lange Alpenkette ist eine natürliche Barriere, die seit jeher das Treffen von Menschen und den Warenaustausch behindert hat. Sie war aber gewiss keine unüberwindbare Barriere. Die von den Wasserströmen geschaffenen Täler, die Pässe und die Übergänge haben bereits in den alten Zeiten das Überqueren dieser Berge erlaubt. Am Anfang wurden die natürlichen Wege benutzt, wie die Pfade. Mit der Zeit begann der Mensch, bestimmte Strecken auszubauen, damit auch die Passage von Ochsenkarren ermöglicht wurde. Eine große Hilfe zum Transport von Menschen und Waren stellten die Flüsse dar. Außer der Donau waren auch der Inn und die Etsch schiffbar. Die Flöße fuhren Richtung Süden oder transportierten vor allem Holzladungen stromaufwärts. Das erste moderne Straßennetz wurde vom römischen Imperium gebaut. Auf das erste Jahrhundert nach Christus geht die Via Claudia Augusta zurück. Die Straße, die die Adria und den Fluss Po mit der Donauebene verband. Heute ist der alte Weg wieder ganz aktuell, dank des europäischen Projekts Interreg 3b Alpine Space. Daran nehmen 400 Gemeinden teil, die sich entlang der Strecke der Via Claudia befinden. Ziel des Projekts ist sowohl die Aufwertung der archäologischen, künstlerischen und kulturellen Stätten, als auch die Promotion der typischen Produkte. Folgen wir jetzt aber der alten Kaiserstraße. Die Via Claudia Augusta hatte nach heutigen Erkenntnissen zwei Startpunkte. Der erste war der alte Hafen von Altino in der Lagune von Venedig. Von hier aus erreichte die Straße sehr wahrscheinlich Treviso und wandte sich Richtung Norden nach Feltre. Der genaue Verlauf steht noch nicht fest. Ab Feltre erstreckte sich die Via Claudia der Val Sugana entlang und erreichte Trient. Der zweite Startpunkt war Ostiglia am Po. Von hier aus ging die Straße zum Etschtal, durchlief Verona und verlief weiter bis nach Trient. Ab dem alten Tridentum erstreckte sich die römische Straße der Etsch entlang bis zum Reschenpass und verlief über Bozen, Genn und das Finchgau. Nach dem Reschenpass fuhr die Strecke hinunter Richtung Landeck, stieg dann wieder zum Fernpass hinauf, verlief weiterhin nach Reute und dann nach Füssen, bevor sie ihren Lauf nach Augsburg nahm und in Donauwörth an der Donau endete. Gehen wir jetzt die gesamte Strecke mit Hilfe der Bilder langsam durch. Hier sind wir in Altino. Die Via Claudia beginnt geradlinig, heute noch sehr gut sichtbar, in der Ebene, die nach Treviso führt. Es ist noch nicht sicher, ob die Straße durch das alte Tarvisium ging. Das ist die Porta Altina, ein Tor, das aber Jahrhunderte nach der Vollendung der römischen Straße entstand. Wie gesagt, der genaue Verlauf in Venetien ist nicht bekannt. Zurzeit laufen Studien und Forschungen. Nach Feltre scheint die Straße tatsächlich gekommen zu sein. Die vielen archäologischen Funde der Stadt sind ein Beweis dafür. Der Meilenstein in Cesio Maggiore, in der Nähe von Feltre, der 1700 gefunden wurde, zeigt, dass die alte Claudia Augusta genau in Altino startete. Usque ad Danuvium, bis zur Donau. Das interessante Schloss zu Melle beherrscht die Straße, die von Mehl bis zum Praderadegopass führt. Die Bilder zeigen uns jetzt Lamon, berühmt für die römische Brücke. Über sie scheint sich die alte römische Kaiserstraße erstreckt zu haben. Von Lamon aus erreichte die Via Claudia die Val Sugana, wahrscheinlich durch Castel Tesino. Eine Aussicht auf die Val Sugana von Castel Ivano aus, in der Nähe von Borgo. Und hier eine Panoramaaufnahme von Borgo. Von hier aus erreichen wir zuerst den Levico-See und dann den Caldonazzo-See. Eine weitere Panoramaaussicht von der Val Sugana von oberhalb Calceranica.
Die Via Claudia verlief wahrscheinlich an der Stelle, wo das Schloss von Pergine entstand. Ein bischöfliches Lehen, das auf einem alten römischen Präsidium erbaut wurde. Wir befinden uns bereits im historischen Stadtzentrum von Trient, Projektleader des europäischen Interreg 3b. Das alte Tridentum, im unterirdischen archäologischen Bereich unter dem Stadttheater, eine gut erhaltene Strecke einer römischen Straße, in diesem Fall Via Claudia ist. Merkmal der fahrbaren Bahn sind die großen Steinplatten, der Lauf der römischen Straßen in den größeren Ländern Charakter aus Fußpferd. Seitenwände ernährt mit einer Lage aus Steinen und Kies. Wir befinden uns frustrierend und begeben uns zum zweiten Startpunkt der Claudia Augusta. Hier sind wir in Ostilia und befahren den Po. Ostilia ist eine Stadt, die den Besuchern ein sehr attraktives Naturbiotop, die Boschina-Insel, mit einer großen Vielfalt an Blumen und Pflanzen bietet. Die Umgebung von Ostilia ist das Land des Reises, während in der Altstadt bemerkenswerte architektonische Winkel, Archive und Museen mit Geschichte und Tradition zu sehen sind. Von Ostilia aus verlief die Via Claudia Augusta wahrscheinlich der Eisenbahnlinie entlang, die heute nach Verona führt. Von hier kam sie dem Ätschtal folgend nach Trient. Die Bilder zeigen uns jetzt Ala, ein Zentrum, das eine historische Tradition in der Produktion von Stoffen hat, insbesondere von Samt. Die Altstadt von Ala, wo auch Wolfgang Amadeus Mozart verweilte, wird wieder in altem Glanz erstrahlen. Zwei charakteristische Blicke vom Rovereto der Vergangenheit. Das ist das nagelneue Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Eine Panoramaansicht von der Valagarina zwischen Rovereto und Trient. Hier verlief die Kaiserstraße. Wir verlassen Trient mit einem Bild der St. Apollinar-Kirche, die Funde aus der römischen Geschichte aufbewahrt. Wir gehen nun weiter nach Norden. Hier sind wir am Zusammenfluss der Etsch mit dem Noce, der vom Nonstal herabkommt. Jetzt befinden wir uns inmitten der Piana Rotaliana mit San Michele all'Adige, Mezzo Corona und Mezzo Lombardo. Auch San Michele ist ein wichtiger architektonischer und kultureller Bezugspunkt in der Region Trentino, mit der Via Claudia Augusta. Mit dem Hubschrauber verfolgen wir die Etsch bis nach Bozen. Die Gemeinden des Unteretsch machen alle beim europäischen Projekt mit, dessen Ziel ist es, nicht nur die Schönheiten der Landschaft zu fördern, sondern auch die typischen Produkte. Bozen war in der römischen Zeit Pons Drusi, von wo aus sich das gesamte Straßennetz Richtung Brenna entwickeln wird. Meran von oben, der alte Vicus Mayensis. Diese Brücke in Algund könnte genau an der Stelle angebracht worden sein, wo ein Stück der Via Claudia erhalten geblieben ist. Dieser Brückenkopf geht auf die Zeit der Kaiserstraße zurück. Schloss Juval am Eingang des Schnalstals. Und hier ist Schloss Castelbell zu sehen, das eine Dauerausstellung über die Via Claudia Augusta beherbergt. Heutzutage ist das Finchgautal wieder befahrbar mit einem modernen, schnellen Zug. Das Tal ist heute in seiner gesamten Länge mit dem Rad befahrbar. Die Vollendung des Radweges entlang der Via Claudia ist sicherlich vorrangiges Ziel des Projekts Interreg 3b. Die Stadt Glurns hat vor kurzem ihr 700-jähriges Jubiläum gefeiert. Die römische Straße verlief ganz in der Nähe, genau unter der Kurburg in Schluderns, und stieg die Straße empor, die von Mals zum Reschenpass durch Burgais führt.
Auf dem Fahrrad überqueren wir die Grenze am Reschenpass und erreichen Nauders, wo uns das Schloss Naudersberg erwartet. Es wurde im 13. Jahrhundert erbaut und war Gerichtssitz des lokalen Fürsten. Später wurde es erweitert und ist heute eine beliebte Stelle für Kunstausstellungen, Konzerte und Tagungen. Neben dem Schloss befindet sich das St. Leonard-Kirchlein, eines der ältesten in Tirol, wo bemerkenswerte romanische und gotische Fresken zu bewundern sind. Ab Nauders ging die Straße Richtung Landeck hinunter. Wenn man dort eine kleine Abzweigung macht, kann man Altfinstermünz erreichen. Jahrhundertelang Zollstation und Festung an den Wassern des Inns, genau entlang dem Verlauf der Claudia Augusta. Altfinstermünz, das vom lateinischen Fines Intramontes kommt, wird ein Multifunktionszentrum mit einem archäologischen Museum in einer natürlichen Grotte, einem Kinderspielplatz und einer futuristischen Kabinenbahn. In Vlies erwartet uns ein interessantes archäologisches Museum. Im Inneren sind die Funde eines prähistorischen Brandopferplatzes sowie zahlreiche Funde aus der Bronzezeit ausgestellt. Im Besonderen kann man das Fragment eines Helmes und dessen Rekonstruktion aus Plastik bewundern. Neben dem Museum wurde ein Dokumentationszentrum über die Via Claudia Augusta errichtet, wo in den Vitrinen zahlreiche archäologische Funde ausgestellt sind. Zwischen Vlies und Landeck, auf der Vlieser Platte, einem originalen Abschnitt der Via Claudia Augusta, findet man noch Spuren, die die Transportwagen damals hinterlassen haben. Diese Vertiefungen könnten damals allerdings auch absichtlich geschaffen worden sein, um ein Abrutschen der Wagen bei Schlechtwetter zu verhindern. Schloss Landeck beherbergt heute das Museum für Kunst und Geschichte der Region. Dort oben gibt es im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen vom Adventsmarkt bis zur Krippenausstellung. In Imst gibt das Haus der Fasnacht Einblick in einen der ältesten, schönsten und größten Fasnachtsbräuche im Alpenraum. Das Imster Schemenlaufen, das nur alle 4 Jahre stattfindet, wird mit zahlreichen Masken und Multimedia lebendig. Es folgt der Fernpass, ein gewaltiger Felssturz, der sich vor 10.000 Jahren hier in den Weg legte. Auf der Fahrt hinunter nach Reute begrüßen uns die europäischen Burgenwelten Ehrenberg. Dieser Brunnen, der nur im Sommer Wasser hat, ist der Via Claudia Augusta gewidmet. Jetzt sind wir in Bayern, wo uns bei Füssen die herrlichen Schlösser von König Ludwig erwarten. Die Via Claudia Augusta ging an der darunterliegenden Ebene vorbei und bietet hier auf einem Originalstück einige Monate im Jahr ein suggestives Schauspiel. Wir gehen jetzt auf der Via Claudia Augusta. Die Baumstümpfe sehen aus wie natürliche Wegsteine, die die Strecke abgrenzen. Die Bäume, die im 17. Jahrhundert gepflanzt worden waren, wurden gefällt, um einen künstlichen See anzulegen. Der Forkensee hat im Winter weniger Wasser, sodass dieser Teil der Via Claudia Augusta begehbar ist und man sich so in die Geschichte zurückversetzen kann. Auerberg ist ein Hügel, von dem aus man die Ebene bewundern kann, durch die die römische Straße verlief. Genau zu Füßen dieses Hügels wurden einige archäologische Fundstücke entdeckt. In diesem Gebiet verliert sich der Verlauf, taucht aber Richtung Augsburg wieder auf.
Bereits bei Schongau ist es wieder der Originalverlauf, der Ausflüglern und Radfahrern zur Verfügung steht und mit einer Säule und einer Hinweistafel gut gekennzeichnet ist. Landsberg am Lech ist ein reizendes Städtchen mit einem historischen Stadtkern, der eine interessante Architektur bietet. Wir sind jetzt in der Nähe von Augsburg. Zu Fuß erreichen wir es auf einem weiteren Originalstück der alten Straße. Hier in Bayern sind es lange Abschnitte, die der ursprünglichen römischen Straße folgen, teils Radwege, teils einfache Landstraßen. Augsburg, Augusta Vindelicum oder Vindelicorum. In Bayern entschied man sich für Vindelicum. Zu Zeiten der Römer war es eine militärische Befestigung und wurde im Laufe der Jahrhunderte immer mehr zu einer Handelsstadt. Das Museum für römische Geschichte ist in einer herrlichen Kirche untergebracht, die von den Bombardierungen verschont blieb. Es sind besondere Ausstellungsstücke, ein vergoldeter Pferdekopf aus Bronze, aus den Zeiten von Kaiser Hadrian, ein Karren mit einem Weinfass, ein Relief eines Grabsteins von zwei Brüdern, die einen Gasthof betrieben. Wir sind nun fast am Ende. Als Ziel der Reise erwartet uns Donauwörth, die Endstation der Via Claudia Augusta. Eine charakteristische Stadt an der Donau, ein wichtiger Schifffahrtsweg nach Regensburg, dem ehemaligen römischen Ratisbona. Und genau hier ist für die Forscher die eigentliche Endstation der Kaiserlichen Straße. Wir haben 500 Kilometer hinter uns gebracht oder 350 römische Meilen, egal ob man von Altino oder von Ostilia startet. Eine faszinierende Reise, die man sogar mit dem Fahrrad machen könnte.